So, ihr lieben Leute, weiter geht's mit Zelda Phantom Hourglass. Wir haben im letzten Part uns die nächste Seekarte geschnappt und werden dann auch gleich dorthin fahren oder fliegen. Weiß ich noch nicht. Mal sehen, worauf ich gerade Lust habe. Auf jeden Fall muss ich euch erstmal euch töten. Und ich wollte irgendwas sagen, jetzt habe ich es aber vergessen. So ein Scheißdreck. Genau, wegen dem Tempel jetzt, vom Meereskönig. Weil ich da wahrscheinlich immer öfters rein muss. Mindestens zweimal. Wollt ihr, dass ich den Part damit aufnehme, wo ich in dem Tempel bin und halt das aufnehme, was ich schon kennt? Oder wollt ihr lieber, dass ich ohne euch bis dahin spiele und dann weiter aufnehme? Also, dass ihr das dann seht, wie es weitergeht? Weil es geht ja noch weiter in den Tempel. Müsstet ihr nicht die ganze nervige Passage von Anfang an wiedersehen? Frau, was willst du? Mein Gott, die ist creepy. Na, guck mal, was ich hab. Hast du die Seekarte gefunden? Beeindruckend. Ich werde auf diesen Inseln finden wir die Städte, die wir suchen. Lass uns in die stechen. See, die. Dann komm an Bord. Yay, ich habe wieder hier meinen Tee bei mir. Also werde ich ab und zu wieder was trinken. Und guck mal, wie geil unser Schiff ist. So verdammt geil. Unser geiler Steinschlot heißt es, glaube ich, ne? Terry, hast du was Tolles? Wehe, Terry bewegt sich jetzt. Ich will irgendwas Tolles kaufen. Ist das schneller, wenn man springt? Ich weiß es nicht, aber ich habe vergessen, was für ein Tag heute ist. Heute ist der 13.12.2012 und es ist 3:05. Eigentlich müsste ich gerade lernen, aber irgendwas hindert mich darin. Genau, weil meine Familie ist vom Zahnarzt und das heißt, ich kann wieder aufnehmen. Und diese Zeit muss ich irgendwie gut verwenden, um euch hier irgendwie... für euch was aufzunehmen. So, jetzt habe ich's. Ja, an Bord des Schiffes gehen, weil das ist nämlich Terry. Hi, Terry. Wer der Gast? In Terrys Laden findest du einfach alles. Wow, wonach suchst du? Was ist das hier? Bombentasche, du kannst mir Bomben tragen. Nur noch eine da. Enden. Tatsächlich, ich kaufe die einfach. Yay. Dann habe ich die wenigstens schon mal. Ich habe... schön. Nein, ich will nichts mehr. Geh weg. Tschüssi. Ja, geh weg. Ich werde eine Mitgliedskarte für dich einlegen. Je mehr du kaufst, desto mehr Punkte verdienst du. Und desto glücklicher wirst du. Nur das Beste für meine Kunden. Kein anderer Laden bietet diesen Service. Und damit hast du eine Gesamtpunktzahl von 10. Versuche 20 Punkte zu sammeln, um eine Silbermitgliedschaft zu erlangen. Habe ich jetzt eine Bronzemitgliedschaft? Bitte. Ich muss kurz was trinken. Okay, scheiße, das ist heiß. Ich habe immer meinen Krümeltee, Tee, also warm natürlich, ja, deswegen ist er auch heiß. Oh, ich bin so dumm, tut mir leid. Aber was soll ich nicht sonst noch so sagen, ne? Heute ist ein Scheißtag. Ich habe mir beim Busfahren, als ich gerade aufsteigen wollte, vor den Kopf irgendwie angeschlagen an diese scheiß Decke. Ich weiß nicht, wie die Decke da einfach hinkam. Mysteriös. Auf jeden Fall habe ich dann aus Versehen voll geschrien, oh fuck, und da waren kleine Kinder im Bus und das tat mir leid. Heute ist eh nicht mein Tag. Was mache ich eigentlich? Genau, Möwen töten. Möwen töten macht doch immer wieder Spaß. Und nein. Mann, du fehlst mir auch. Nein. Okay, nein. Oh, das hat gerade nochmal so geklappt. Ich dachte, ich bin jetzt voll rein. Oh Mann, ey. Stellt euch mal vor, es gäbe hier richtig Ampeln und so eine Straße auf dem Wasser. Das wäre richtig behindert. Zum Glück. Zum Glück gibt es das nicht. Okay. Südöstliche See. Ich würde mal sagen, wir gehen zuerst hier hin, was am nächsten ist. Huroneninsel. Oh ja. Yeah. Oh nein, das sind Piraten. Piraten. Nein, nein, nein. Die sind scheiße. Die gab es da hinten zwar auch, aber hier gibt es ein Mutterschiff. Ja. Bla bla bla. Waren wir nicht eigentlich auch Piraten? Ja, ne? Waren wir mal. Aber ich hoffe, sie haben jetzt kein Interesse mehr an mir. Ich bin doch nur ein ganz normales Scheißschiff mit einem grünen Jungen. Da vorne. Die Guroneninsel. Ich mag Guronen. Ihr kennt doch bestimmt alle Guronen, oder? Ihr müsst die kennen, wenn ihr Zelda kennt. Kennt ihr auch Guronen? Und Guronen sind voll cool. Ich wünschte, ich hätte einen. Das klingt komisch, weil Guronen auch eigentlich auch so Menschen sind, ne? Menschen? Es sind Guronen. Hä? Ich verwirr mich sehr. Ich glaube nur Scheiße, hört mir nicht zu, Mann. Wow. Hä, hey, was? Wow. Was in aller Welt ist das? Ja, wow, es wird dunkel. Nein! Was zum?
Hallo? Was ist das denn? Na, hä? Sinnlos? Ja. Wow, was glaubt dieser Wirbelsturm denn, mit wem er zu tun hat? Hey, unser Motor ist abgesoffen, mal wieder. Das heißt, wir können uns überhaupt nicht mehr bewegen. Ah, was ist das? Kommt dir das nicht auch komisch vor? Hey! Oh, geiles Ding. Ist das irgendwie ein mutierter Wal, der fliegen kann? Was ist das für ein ekliges Ding? Das hat mir nicht schon genug Ärger. Das ist der schlimmste Tag aller Zeiten. Ey, dem stimme ich sogar zu. Okay, wir müssen es mit ihm aufnehmen, Kirby. Ich habe keine Ahnung, wie wir dieses Vieh besiegen sollen. Jedenfalls Feuer. Feuer. Und dann Feuer noch mehr. Keiner übersteht dauerhaften Beschuss. Ich versuche, den Motor zum Laufen zu bringen und du feuerst auf Teufel. Komm raus. Okay. Nein, geh weg. Oh Gott. Komm. Nein, mach das Ding weg. Mach das Ding weg. Nein. Ey, hallo. Bist du behindert oder so? Alter, was ist das denn für ein Schweini? Ich finde es voll gemein, dass ich mich nicht bewegen, meine ich. Kannst du vielleicht mal treffen? Hallo? Nein? Hallo, mach die Dinger mal kaputt. Ja, mach doch mal was hier. Ja, mach das nächste auch noch kaputt. Nein, nein. Stopp, stopp. Halt. Nein, greif mich nicht an. Das ist asozial. Asozial nenne ich das. Ja, geh weg. Und der Himmel sieht irgendwie voll cool aus so. Kannst du dich bitte drehen, damit ich dich abschießen kann? Nicht so drehen. Weißt du, wie ich das meine? Stell dich nicht so dumm. Mach das Ding kaputt und... Warum hast du ein kleine... Ey, das sind doch diese Zubats. Diese neuen Zubats. Nein, nein. Ey, das ist voll fies. Stell dir mal vor, ich hätte jetzt nur ein Herz gehabt. Das hättest du dann gemacht? Ja. Dann wär's vorbei hier, ne? Ich hab dich zwar gar nicht ange... Kommt nicht so viel aus deinem Mund raus? Alter. Geh doch weg. Noch eins. Nur noch ein Auge. Bitte stirb. Bitte. Ich bitte dich schon. So verzweifelt bin ich. Okay, er ist tot. Yay, Platsch. Was? Das sah irgendwie gerade sehr komisch aus. Nein, er säuft. Hä, was? Eigentlich bist du ein Wal. Irgendwie haben wir das Monster fertig gemacht, Kirby. Ich war das. Oh, der Motor ist auch wieder trocken. Fahren wir weiter. Auf geht's. Natürlich ist auch wieder alles sehr schön hier. Also super geiles Wetter. Und wir gehen zu den Gorillen. Und er fährt von sich alleine aus. Was? Cooler Satz. Oh yeah. Und ich brauche meinen Tee. Nom nom nom. Seid ihr jetzt alle glücklich? Ich hoffe mal. Hallo Maus, ne? Gorillen-Insel. Oh, das sieht ja sehr... Ach, scheiße. Nein, ich mag die Insel nicht mehr. Nein. Hey, schau auf die Karte. Keine Häuser. Ich frage mich, ob es hier Stahl gibt. Amateur. Orte wie dieser verbergen immer Schätze. Das ist doch klar. Wie? Dann glauben wir mal deinem Näschen und machen uns auf die Suche. Sei es der Stahl oder ein anderer Schatz. Es gehört auf jeden Fall mir. Nur mir allein. Übrigens, Kirby, Sivan, ich meine der Meereskönig, sagte doch, dass er mir einen Wunsch erfüllen wird. Wenn du an meiner Stelle wärst, was würdest du dir wünschen? Schätze, oder? Oder vielleicht drei weitere Wünsche? Lineback! Du verstehst Kirby überhaupt nicht, oder? Er tut das alles für Tetra und für den Meereskönig. Na, eher für Tetra. Und um den Frieden auf See wiederherzustellen. Vielleicht auch das, aber nur vielleicht. Du bist irgendwie bewundernswert, Kirby. Wow, da bin ich ja ganz schön aus der Rolle gefallen. Geht schon, geht mir aus den Augen und besorgt den Stahl. Das war seltsam. Lineback muss wohl was Komisches gegessen haben. Na egal, Kirby, lass uns weiter nach dem Stahl suchen. Also der Fisch kann es nicht gewesen sein. Das war mein Fisch, den ich gefangen habe. Und wer hat den gefressen, Fettsack? Oh, ich bin so nett heute. So. Hallo du, ich mag dich. Du hast deinen Fuß auf die Gorillen-Insel gesetzt, Fremder. Mach dich mit allen bekannt. Wir Gorillen sind stolz und wir spielen nicht mit Fremden. Du hast aber mit mir geredet, also heißt das, du magst mich. Hallo, na? Hausfriedensbruch, na? Dein Mund, oh mein Gott. Wie ungewöhnlich. Wir haben selten Besuch von Fremden. Du hast deinen Fuß in ein Gorillenhaus gesetzt, die wir aus festen Stein meißeln.
Wir finden sie recht gemütlich. Denn sie sind kühl im Sommer und warm im Winter. Wie kann sowas warm sein und gemütlich und... Du bist komisch und fetti, ich mag dich. Tschüss. So, wartet mal. Nee. Doch nicht. Irgendwie... Ach da, hi. Weißt du... Achso, nochmal. Wartet. Weißt du, was ein Laden ist? Wir haben jetzt nämlich auch einen. Wenn du dein Schild verlierst, kannst du dort einen neuen kaufen, Fremder. Wow, ihr habt einen Laden. Oh mein Gott, wie cool. Scheiße. Das war mein Trinken. Ach, macht nichts. Ist ja nur irgendwie auf meine ganze Hose. Jetzt brennt meine Hand und meine Beine. Ach, das tut nicht weh. Nein, ist schon okay. Jetzt riecht meine Hose wenigstens nach Pfirsich. Yay. Dein Gesicht ist mir unbekannt, aber es macht nichts. Oh, er ist nett. Ich verrate dir was über unseren Häuptling. Er liebt Quizspiele. Und er stellt Fragen über das Leben auf dieser Insel. In all seinen Oh, fuck. Nein. Ich brauche kurz ein Taschentuch. Okay, ich spiele in der Zeit irgendwie weiter. Gibt es hier noch irgendwie Menschen? Nein. Es sind da keine Menschen. Es sind... Hallo. Oh, sieh sie dir an. Was für ein Schiff. So eine stolze Schönheit. Unser Schiffi! Und Lineback. Wow, er guckt aufs Meer. Episch. Die Zeit verliert an Bedeutung, wenn ich sie ansehe. Oh, will sie doch mein. Was? Du hast... das hast du schon mal gehört? Das verzweifle ich, Fremder. Oh, ah. Ich drehe gleich durch hier. Na, Kindi? Kindi. Dein Gesicht ist mir neu, Fremder. Bist du mit dem Schiff da gekommen? Mein Papa starrt es die ganze Zeit an. Das stört mich. Wenn ihn doch nur jemand dafür schelten würde. Darf ich das? Oder darf ich dich eben mit dem Stein bewerfen? Darf ich das? Und ich krieg Bomben. Danke, du bist Bomben, dein Scherz. Hahaha, wie lustig. Yeah. wo sind denn noch mehr von diesem Bild? Oh, ein Schild. Bitte ruf, wenn du Hilfe brauchst. Ach, ich muss wieder rufen. Wartet mal, ich muss kurz gucken, wegen ein... Ich speichere vorher lieber. Ja. Bevor jetzt irgendwie hier alles falsch geht und falsch... Es geht falsch. Sound? Du, okay, cool. Wartet mal. Mikrofon. Use connected physical microphone. Nein, nein, war schon richtig. Warte mal. Mikrofon. Brauche ich nur noch, Hotkey. Wo ist mein Mikrofon? Ist auf M. Okay. Hey! Okay, es wirkt. Du willst hier rüber, Fremder? Dann fahre ich die Brücke für dich aus. Oh, wie süß der Kleine ist. Dankeschön. So freundlich. Oh, ich gehe noch nicht rüber. Noch nichts. Hier ist ein Haus, na? Oh, ich wollte... Manu, das war ja fies. Du bist auch allein zu Hause. Hast du Stuhlmaras? Ein Fremder! Kennst du Maron? Ich liebe Maron. Geruhen essen Maron, um groß und stark zu werden. Maron sind klasse. Schleichwerbung. Mein Schatz. Hier kriegst du einen Stein. Fast das gleiche. Tschüssi. Mein neuer bester Freund. Knuffig, der Kleine. Hey, na? Ihr macht voll die Parade, ihr Pikachus. Na? Ich weiß nicht, wer du bist, aber ich freue mich, dich zu sehen. Was sind ein paar seltsame Kreaturen auf diesem Felsen? Bitte mach, dass sie verschwinden. Ich kann mich nicht mit dir bekannt machen, solange sie da sind. Warum? Gibst du mir bitte auch noch einen Grund? Kleiner Junge. Böser Junge. Kann es sein, dass es hier gar keine... Hier gibt es gar keine Weiber. Alter. Nein, falsch. Jetzt mal ehrlich, wenn es hier keine weiblichen Geruhen gibt, was ist denn... Alter, nein. Die sind alle schwul. Ich habe nichts gegen Schwule, nur mal so. Danke, Fremder. Ich bin erleichtert, dass die seltsamen Kreaturen fort sind. Du bist ein netter Fremder. Also akzeptier bitte dieses Zeichen meiner Dankbarkeit. Du hast eine Schatzkarte erhalten. Oh, fuck yeah. Sie verzeichnen Schätze auf dem Meeresgrund. Tschüssi, neuer bester Freund. Ich habe schon so viele neue beste Freunde. Oh Gott, es geht so schnell. Nein, okay. Ja. Wow, habt ihr das gesehen? Ich hatte so viel Glück. Und auch nicht. So, hallo. Du bist ein Fremder. Oh, wir reden nicht gern mit Fremden. Und daher kann ich dir auch keinesfalls sagen, dass das Haus des Ältesten hier oben ist.
Dankeschön. Bist du freundlich. Obwohl du es gar nicht sein wolltest. Danke. Nein. Hier ist aber ein Häuschen. Das muss ich mal ansehen. Kennst du das große Goron-Geheimnis, Fremder? Ich sollte es wirklich nicht aussprechen. Das, was wir auf dieser Insel Goron-Bernstein nennen, ist in Wahrheit... Oh, ich sollte es wirklich nicht sagen. Du bist schließlich ein Fremder. Das ist voll scheiße. Er spricht es an und darf ich es doch nicht wissen. Das ist voll gemein von dir. Oh, das war... Ups. Das habt ihr nicht gesehen. Nein. Okay, gehen wir mal zu... Guckt euch das an. Es ist dunkler und ich krieg... ich krieg mehr. Also hier ist der Häuptling, ja? Ja. Oh, guck mal, ist das nicht... Warum hat er Haare? Warum hast du einen Bart? Das ist das Haus des Goron-Häuptlings, dem stolzen Anführer der Goron. Ich bin sein Sohn Maigoron. Cool. Bist du Maigoron oder so? Fremde sind hier nicht willkommen. Zu spät. Na du? Du hast mich angeglupscht. Ich bin Big Goron. Häuptling dieser Insel, natürlich. Oh, also möchtest du unseren Stahl haben, Fremder? Der Stahl ist ein Symbol für unseren Goron-Stamm. Den geben wir nicht so einfach einfach her. Wenn du ihn jedoch unbedingt haben willst, musst du zuerst ein Mitglied unseres stolzen Stammes werden. Mach dich mit allen Goron bekannt, dann reden wir weiter. Habe ich. Hast du dich mit allen Goron bekannt gemacht, Fremder? Anscheinend nicht. Also ich bin auch nicht überzeugt, dass du wirklich ein Mitglied unseres Stammes werden willst. Ups. Das, nee. Hier geht auch noch weiter. Oh, hi, dich kenne ich noch gar nicht. Hey, kleiner Fremder, du bist kein Bruder. Nur Mitglieder des Goron-Stammes dürfen hier durch. Wir haben mit jedem Bewohner der Insel gesprochen. Wir sollten mit dem Häuptling reden. Oh Gott, wie geil. Lass mich vorbei, du Arsch. Du hast echt nichts Besseres zu tun als... Okay, warte. Was steht hier? Was steht hier? Das kann ich so ein bisschen... No! Oh, scheiße, er ist zu schnell. Nein, wie kann er mir das nur antun? So. Und ich will noch mehr trinken, aber ich habe Angst, dass ich wieder, ne, dass ich so eine Scheiße mache. Also hast du alle aus unserem Stamm getroffen. Wuhu, ich kann spüren, dass du wirklich ein Gorone werden möchtest, Fremder. Dann werde ich testen, ob dein Wunsch, ein Gorone zu werden, von Herzen kommt. Du musst alle Quizfragen, die ich dir stelle, richtig beantworten. Machst du den Test, er kostet 20 Rubine. Ja. Das wollte ich hören. Lass mich zuerst die Regeln erklären. Ich stelle dir 6 Fragen und gebe dir einen Preis für jede richtige Antwort. Aber wenn du nur eine Frage falsch beantwortest, nehme ich alle Rubine zurück. Du bekommst doch einen Goro-Joker, der eine falsche Antwort löscht. Du verstehst es am besten, wenn du es versuchst. Fangen wir gleich an. Erste Frage. Wie viele Goron leben hier auf der Insel? Fuck you, 13? Ach, scheiße, wie schade. Ich kann dir unseren Stall nicht geben bei diesen Antworten. Versuche es noch einmal, wenn du besser mit dem Leben auf der Goron-Insel vertraut bist. Okay, wartet mal, Leute. Ich muss kurz zu meinem Ranzen. Komm. Nicht Ranzen. Das ist ein Rucksack. Das ist kein Rucksack. Das ist eine Tasche. Dann brauche ich ganz kurz das und das. Dann brauche ich jetzt ein Blättchen. Und werde... Mir mal alles hier... Oh, scheiße. Nein, Stift, wo bist du hin? Stifti... So. Dann werde ich testen, ob dein Wunsch ein Grund werden von... machst du einen Test, der kostet... Ja. Ich stelle dir 6 Fragen, also denke gut nach, bevor du antwortest. Mindest du deinen Grund-Joker? Ja, erste Frage. Der Grone hier. Was starrt er an? Unser Schiff. Korrekt! Applaus! Gut gemacht. Nächste Frage. Wie viele Goron leben hier auf der Insel? 14. Korrekt. 2. 5. Weiter, so nächste Frage. Wie viele Häuser gibt es auf dieser Insel? 6. Korrekt. 3. Roten erst 20 Rubine. Du bist klasse. Du hast die Hälfte der Fragen ohne Probleme beantwortet. Aber wie sieht es mit den restlichen 3 aus? Mal sehen, Fremder. Was leichtes, Fremder. Wie vierte Frage ist das? Die 4. Korrekt! Yay!
Du hast einen roten Rubin, erst 20 Rubine wert. Okay. Du bist clever, Fremder. Du willst wirklich einer von uns werden. Aber zwei Fragen sind noch übrig und ich bin gespannt, ob du es schaffst. Also, nächste Frage. Wie viele Goron sind gerade draußen? Oh, fuck it! Nein! Warte, es gibt... 1, 2, 3... Warte mal. Häuser. 1, 2, 3, 4, 5... 6. 6, 7... Korrekt! Yay! 5, 100 Rubine. Okay. Aber du bist kaum von einem Goron zu unterscheiden. So nah dran! Beantworte diese letzte Frage und du bist offiziell ein Gorone. Wie viele der Goronen draußen sind Erwachsene? Ey, Alter, fick dich. Kinder 1, 2, 1, 2, 3. Draußen sind 7. 1, 2. Ich glaube 5. Nein, rot sogar. Du bist weit gekommen, du bist kein Amateurfremder. Ich werde eine der falschen Antworten streichen. Wie viele der Grund raus. Es sind 7. 5? Müsste der sicher bei. Ja. Wie schade! Fuck you, das war knapp, aber ich muss alle Rubine zurücknehmen. Du warst so nah dran, um diesem Stamm beizutreten. Das nächste Mal schaffst du es. Okay, warte, ich schaff's jetzt. Ja. Okay, die letzte Frage, Leute. Viele der Goronen draußen sind Erwachsene. 4 Erwachsene. Bist du dir sicher bei einer Gorone? Ja. Korrekt! Gratulation! Du bist jetzt offiziell ein Mitglied unseres stolzen Stammes. Versprechung. Aber jetzt sollst du Goro Kirby heißen. Das ist so geil. Außerdem nehmen dies zur Belohnung für deine erschöpfenden Kenntnisse. Wegen dir habe ich ein Blatt geopfert, du Arsch. Und mein Gehirn ist verletzt, weil es... Ja. Du hast einen Weisheitstropfen erhalten. Er strahlt Weisheit aus. Oh, du kannst ihn nicht benutzen. Oh nein, verstau ihn erstmal, bla bla bla. Und nun, da du ein offizielles Mitglied bist, muss ich die Abgaben kassieren. Eine einmalige Zahlung, versteht sich. 146 Rubine, okay. Hier kommt noch Geld. Danke, du bist jetzt ein prächtiges Mitglied unseres Stammes. Genieße dein Leben als Corona auf unserer Insel. Also, wir möchten gerne den Stahl haben. Oh, ja, ich werde vergesslich auf meine alten Tage. Der Stahl ist in unserem Tempel. Ich habe ihn dort zur Sicherheit hinterlegt. Du bist jetzt einer von uns, also kannst du ihn dann nehmen. Goro Kirby, yeah. Und der kleine Mai-Gurun wird dir den Weg zum Tempel zeigen. Hi, na? Ich werde dich nie als einen von uns anerkennen. Wenn du unseren Stahl willst, dann versuch mich doch zu fangen. Bist du ein behindertes Arsch? Ich habe keinen Bock auf Kinderspiele. Wo ist der Goron-Bengel so schnell hin? Wir müssen ihn finden. Super. So, wir fragen gleich mal die Person hier, ob er weiß, wo der ist. Also, falls man ihn fragen kann. Na du? Hey, Goro Kirby, siehst du aus, als wärst du jetzt ein offizieller Gorone. Was, mein Goron? Nein, den habe ich nicht gesehen, Bruder. Ich bin aber eine Sie. Fuck you. Nein, es war ein Scherz. Ich hätte nur Bock, es zu sagen. Na du? Herzlich willkommen als Mitglied unseres Stammes, Goro Kirby. Was, Maigurun? Ich habe ihn zur westlichen Seite der Insel rennen sehen, Bruder. Danke. Also nach rechts. Naja, links. Links! Es ist links. Tschüssi, Kleiner. Weißt du vielleicht, wo er ist? Mein kleiner neuer bester Freund? Hä? Wie wär's? Weißt du's? Oh, sorry. Wollte ich nicht. Du bist jetzt einer von uns, Goron, Goro Kirby. Was, Maigurun? Ich glaube, ich habe ihn nach Westen laufen sehen, Bruder. Ja, yeah, ich bin dein Bruder. Nein. Da oben. Fang mich, wenn du kannst. Du möchte gern Gorone. Was war das für eine Aussprache? Ne, Schatz. Ist mir ehrlich. Wo ist er hin? Wo ist dieser kleine Affe? Ey, du, weißt du, wer ist? Also, bist jetzt offiziell ein Bruder? Willkommen, Goro Kirby. Was? Ob Maigurun hier lang gekommen ist? Sorry, ich hatte nur Augen für das Schiff. Du bist voll keine Hilfe. Du bist gemein. Ich komme kurz da unten.
und ertrinke. Na? Ist Malgorun abgehauen, Goro Kirby? Ich soll ihn nach Osten laufen. Fang ihn schnell, damit du als nächstes mit mir spielen kannst. Nein, du bist der Arsch, den ich vergessen hatte. Wegen dir habe ich beim ersten Mal nicht gewonnen. Du Pennerchen. Ganz dolle Böse. Nein, okay. Oh Gott, ist mir kalt. Uah. Okay, nach Osten. Ich weiß, wo Osten liegt. Ihr müsst mir das nicht sagen. Hey, du bist doch sicher, wo er ist, ne? Malgorun ist dorthin gelaufen. Da oben, wo dieser scheiß Wächter ist, der uns nicht vorbeilässt. Okay. Ich glaube, er ist geflogen und hat sich teleportiert. Geportet, Alter. Nein. Alter, nein. Hier drüben möchte gern Gorone. Komm hier lang. Ich finde seine Frisur voll hammer heiß. Jetzt darf ich vorbei. Dankeschön. So, jetzt sind wir... Genau. Habt ihr eigentlich schon mal die Karte gesehen? Nein, ich glaube nicht. Doch, habt ihr. Hier ist jetzt so ein Labyrinthvieh. Labyrinth. Oh, was los? Ich habe selber Bomben. Eine Sackgasse. Aber Malgorun ist doch hier lang gerannt. Wow. Bist du wirklich so doof? Eigentlich könnte Kirby auch einfach darüber springen, aber ich glaube, er will nicht. Ach, ich nehme einfach die Pflanze. Kein Bock mehr. Nein. Dahin. Wow. What the fuck? Das wollte ich nicht. Nein. Dahin. Ah, ich gucke mal kurz da lang, weil ich nicht weiß, wo ich lang muss. Verwirrung macht sich breit. Ja, ist ja so klar, dass du lebst. Deswegen stirbst du. Danke. Und das war eigentlich da unten. Da wollte ich auch nochmal nachgucken. Körbelein. Was ist denn hier unten? Hä? Auch so böse Viecherchen, die wir jetzt töten. Dankeschön. Nein, stirb, stirb. Na, aus. Böses Schwabbel. Er nämlich an Findet Nemo. Ich mag Findet Nemo. Alter, du musst sterben. Scheiße. Na, es hat sich gelohnt, ja. Warum lebst du? Jetzt bist du aber tot. Höhö. 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 Wow. Es hat sich sehr dolle gelohnt jetzt, hier hinzulaufen. Ich bin glücklich. So sehr, dass ich eigentlich vor Freude fast in die Luft springen müsste. Aber ich habe gerade keine Lust. Also lasst mich. Schatztruhe, du bist bald mein. Oh ja, yeah. Oh mein Gott, ich mag das nicht. Bände sind böse, wollte ich sagen. Habe ich jetzt sogar auch gemacht. Wow. Ich habe genug Bomben für dich, du Arsch. Warum bist du mal rot? Warum hast du blaue Augenringe? Der ist cooler, der... Der ist ganz bunt. Rrr. Süßes Ding. Oh Gott, nein. Schatzruhe. Du hast... Oh, ich muss speichern. Ja, speichern. Ja, super. Hm. Kann ich hier irgendwie lang? Weil es so aussieht, als ob ich da lang kann. Ja, ja. Danke, du schwarzes Schattierungsvieh-Tattoo. Du hast mir sehr geholfen. muss ich wieder hier lang, um mir die Schatztruhe holen? Oh yeah. Nein, einfach nehmen. Yay, ein Krafttropfen. Ich glaube, wir haben jetzt sogar 10. Ich muss kurz gucken. Sammlung. Ja, wir haben 10. Wir können bald zu dieser Fee. Was? Zu der Quelle da. Und dann kann ich euch zeigen, wie das da so abläuft, ne? What the fuck? Nimm das! Nimm das! Saug es doch einfach ein! Hä? Ich meine, der saugt doch immer... Der saugt, ja. So. Jetzt können wir es hier... Ich frage mich, ob der Goronbengel hier rein ist. Na, jedenfalls müssen wir hinterher. Danke, Celia. Dankeschön. Ehrlich jetzt. Wuhu! Nein, ich mache jetzt aber aus, weil wir gehen in den nächsten Part in die Dings da. Also bis zum nächsten Part und ciao und ich hoffe, euch gefällt mein Tee auf meiner Hose. Tschüss!